Manchmal. So, da. Diesmal habe ich eine Sache, die schwierig zu erklären ist. Ich habe das Beispiel etwas abgeändert, aber in etwa habe ich das so erlebt. Zwei verschiedene Verkäufer wollten mir etwas verkaufen, was ich dringend brauche. Bei dem ersten war ich sehr kritisch, bei dem zweiten überhaupt nicht, da ich ihm vollkommen vertraut habe. Ich habe mich in meiner Entscheidung sehr schwer getan, da beide Produkte schwierig zu vergleichen sind, jedoch sehr ähnlich. Nach langem Hin und Her, ich tue mich sehr schwer mit Entscheidungen, habe ich mich natürlich entschieden, dem ersten Verkäufer abzusagen. Also der erste war der, wo du sehr kritisch warst, und im zweiten hast du vollkommen vertraut. Okay, hast du dem ersten abgesagt. Jetzt kommt aber das Verblüffende. Der erste Verkäufer war so beharrlich, dass ich letztlich dem zweiten abgesagt und dann beim ersten Verkäufer zugesagt habe. Oh. Dabei hat er sogar Druck ausgeübt und geblufft. Ob die Produkte gleich sind, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe mich ständig gefragt, warum ich der ersten Person zusage. Die Entscheidung kommt mir völlig irrational vor. Trotzdem habe ich es nicht gewagt, der ersten Person abzusagen, obwohl ich das Gefühl hatte, von ihr manipuliert zu werden. Irgendetwas hat mich davon abgehalten. Ich werde erst später feststellen, ob es eine gute Entscheidung war. Interessante Frage. Ich lese mal komplett vor, bevor ich darauf eingehe dann. Wie kann ich mich vor Manipulation schützen? Wie kann ich die Gewissheit haben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? Letztlich immer erst nachher. Ja, jetzt hake ich doch schon ein. Ja. Letztlich immer erst nachher. Das sind Lernprozesse. Das ist so ein schönes Beispiel, wenn ihr jetzt doch das da schon aufgreift. Da gibt es zwei Varianten. Es kommt einmal darauf an, was du für Grundtyp bist. Wenn du der Grundtyp bist, der prinzipiell schwer Nein sagen kann und leicht manipuliert wird, ja, und du vielleicht in einem Managementberuf bist, dann solltest du das Nein sagen lernen. Ja, wenn es so ist. Ja. Da gibt es so Übungen, dass man zum Beispiel ein Jahr immer nur Nein sagt. Ein Jahr lang. Aber würde ich nicht empfehlen in unserer westlichen Welt. Und dann ein Jahr immer nur Ja sagt. Ja. Das lässt sich also lernen, ja, trainieren, ja, dieses Nein sagen, dieses nicht manipulieren lassen, dem eigenen Feeling vertrauen. Ja. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass dich das Universum dir die Entscheidung abnimmt. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass ich von innen heraus, vom Gefühl zu etwas Ja oder Nein gesagt habe, und das Universum macht es dann ganz anders und beharrt darauf. In Form, das kann in Form von allem Möglichen sein. Von einem Verkäufer, von einer Freundin, whatever. Ja? Und da merkt man danach erst, und das ist halt so, du kannst nur lernen, diese Gefühle zu unterscheiden, ob etwas Ego ist, Mind ist, Projektion ist, der Verstand ist, der nur glaubt, ja, dem vertraut er, dem anderen nicht, und in Wirklichkeit ist das Vertrauen in Wirklichkeit falsch, weil das nur einprogrammiert ist von irgendeiner Erfahrung der Vergangenheit. Das zu lernen kannst du nur, indem du Entscheidungen fällst und bereit bist, Fehler zu machen. Ja? In dem Augenblick, wenn du falsch entschieden hast, dann hast du ein Riesengeschenk bekommen, weil dann hast du lernen können. Wenn du richtig entschieden hast, hast du auch dieses Geschenk, aber da übersieht man es meist, weil man da nicht die Chance hat, das nochmal zu reflektieren. Wenn die Entscheidung richtig war, dann sagt jeder, ja, wow, super, freut sich über das, was er durch die Entscheidung bekommen hat und geht weiter. Aber hinterfragt den Entscheidungsprozess nicht. Ja, den Entscheidungsprozess hinterfragen wir meistens dann, wenn eine Entscheidung scheiße war, auf gut Deutsch. Ja, aber gerade das ist die Chance, dann zu schauen, aha, auf welches Gefühl habe ich gehört? Ja, und dann zu sagen, das Gefühl war falsch. Oder aha, welche logischen Gedanken habe ich, ja, bin ich gefolgt, und das Gefühl hat vielleicht eh nein gesagt, aber die Logik hat ja gesagt. Oder ich habe mich überrumpeln lassen von irgendeinem Verkäufer, ja, und habe nicht meinem Gefühl vertraut. Ja. Oder mein Gefühl war nur irgendeine alte Programmierung und von außen ist das Richtige gekommen. Also, das ist das Leben. Und da musst du eben schauen, das zu lernen, oder da lernt man eben im Leben dann zu schauen, aufgrund von bestimmten Entscheidungsmechanismen, Herz, Gefühl, Bauch, auf was man da hört,
was für einen gut ist. Und dann siehst du das Outcome und dann siehst du dann später, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Vorher kannst du das nicht wissen. Du kannst das nur erst dann vorher wissen, ja, wenn du gelernt hast, auf dein Feeling, auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl zu hören und dazu zu stehen. Ja. Ich sage ja immer gern oder habe schon Leute gehabt, die diese Problematik hatten, wo es geht um Herz und Bauch und Hirn, ja, dass ich gesagt habe, okay, wir haben da Shakti als Gefühl, als Energie, als Emotion, Energy in Motion, als Feeling, sagen wir jetzt, nicht als Emotion, als Feeling, ja, die sagt, ah, es zieht mich dorthin, und dann haben wir Shiva, und Shivas Aufgabe, der männliche Teil, der Verstand, ja, den musst du dir da insofern zunutze machen, dass du den benutzt, der ist der, der dann Nein sagen muss. Der ist der, der dann die Entscheidung von Shakti, dieses Gefühl, dem folgen muss und nach außen hin Shakti in dir, die Energie, beschützen muss und Nein sagen muss, wenn da Überrumpelung kommt. Ja? Wäre eine Möglichkeit, ne? Dass man da den Verstand dazu benutzt, eigentlich nur. Dass er sich unterwirft dem Herz, aber nicht damit kämpft, oder dem Bauchgefühl, aber nicht damit kämpft, sondern es unterstützt. Als wie ein innerer Mann. Bei einer Frau wäre dann der Kopf da der innere Mann, der die Gefühle unterstützt und dann dieses No nach außen bringt. Dieses Nein. Mit mir nicht. Ja, und du raus aus der Situation. Tschüss zu so einem Verkäufer. Das muss man lernen. Das ist dann männliche Energie. Drittes Chakra, Solarplexus, ja, Power, Wille. Ja, auch das muss man lernen. Aber es gibt immer die umgekehrte Situation, dass jemand, der schon zu viel gelernt hat, ein großes Ego ist im Leben, ja, seinen eigenen Willen überall durchsetzt, da ist wieder umgekehrt. Da kriegt man dann von außen, wird man dann klein geklopft und wird man überrumpelt, oft zum eigenen Nutzen. Also eine pauschale Antwort gibt es da nicht. Das ist eben der Lernprozess von Entscheidungen. Und es gibt letztlich nie eine richtige und falsche Entscheidung. Es passiert ja nichts. Es ist alles nur ein Spiel. Aber ich lese jetzt die Mail fertig. Wie kann ich die Gewissheit haben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? Im Managementbereich sagt man, dass 20% aller Entscheidungen, die getroffen werden, Quatsch sind. Und das weiß sogar jeder Kapitän. Muss ich das so hinnehmen? Also ich sage da, wenn du 80% aller Entscheidungen richtig machst und nur 20% falsch, das ist eine Spitzenquote. Ja, wenn du damit an die Börse gehst, bist du schwer reich. Wenn 80% deines Zockens, deine Entscheidungen richtig sind und 20% falsch, da schlägt sich jeder, jede Bank würde sich nach dir alle Finger abschlecken, wenn nur 20% deiner Entscheidungen falsch sind. Das ist die Wahrheit. Also aus meiner Sicht sind wahrscheinlich mehr als 20% aller Entscheidungen Quatsch. Und letztlich ist jede Entscheidung, man muss auch das aus spiritueller Sicht so sehen, jede Entscheidung, könnte man auch sagen, ist zu 100%ig richtig, weil du kannst das ohnehin nicht anders tun. Es kann nichts geschehen, was nicht geschehen soll. Auch die Fehler sollen geschehen. Auch die fehlerhaften Entscheidungen sollen geschehen. Es wäre gar nicht anders möglich gewesen. Dann ist es ein Lernprozess. Und dann muss man es auch so sehen, als Lernprozess. Aber dieses Richtig-Falsch-Denken ist ja immer in Bezug auf irgendwas. Wenn du den Bezug wegnimmst, gibt es kein Richtig-Falsch. Ja? Wenn ich ein weich gekochtes Ei kochen will, ist die Entscheidung richtig, ja, nach 4 Minuten das Ei rauszunehmen. Ja? Wenn ich ein hart gekochtes Ei möchte und ich koche nur 4 Minuten und ich nehme es raus, ist die Entscheidung falsch. Es kommt also auch immer darauf an, in welchen Bezug ich eine Entscheidung setze. Denke ich im Managementbereich in einer Firma nur daran, dass die Aktionäre schwer reich sind, dann muss ich möglichst viele Leute entlassen in die Armut und Sklaverei, ja? vom Arbeitsmarktservice und so, und dick fett Beute machen. Ja? Das ist dann richtig. Aber aus sozialer Sicht und Mitgefühlssicht ist das die falsche Entscheidung. Ja? Aus Management-Sicht die richtige. Im heutigen Management, ja, im Managementbereich, im Businessbereich, wenn aus meiner Mitgefühlssicht 95% aller Entscheidungen sind falsch. Ja? Also alles relativ. Ne? Okay, ich lese weiter. Wie gehe ich mit den verschiedenen Meinungen um, ohne mich beeinflussen zu lassen? Auch eine interessante Frage, in dem Fall, in dem du bei dir bleibst.
Ja, du kannst diese, nimm nicht Meinungen auf im Sinne der hat die Meinung, der hat die Meinung, die hat die Meinung, die hat die Meinung, welche davon ist richtig. Und das geht's nicht. Du musst nicht entscheiden, welche richtig ist. Nimm das nicht als Meinungen auf, sondern nimm das nur als Informationen auf. Lass diese Informationen in dir wirken. Nicht überdenken, sondern in dir wirken lassen. Das heißt in Stille. Ja, das ist jetzt eine ganz neue Management-Methode, die ich da lehre. Ja, man nimmt die Informationen auf und geht dann meditieren. Schaltet den Kopf aus, geht in die Stille, lässt das wirken, lässt das kochen, lässt das verdauen. Ins Unterbewusste. Dein Unterbewusstsein und dein Gehirn ist viel mächtiger als dein kleiner Bewusstseins-Ich-Teil. Ja, der sagt, ich mache die Entscheidung, was mache ich jetzt? Nee, lass das wirken, schlaf drüber. Ja, und dann liefert dir dieses Unterbewusstsein, wenn es das alles verdaut hat, die Entscheidung in Form eines Gefühls. So läuft das, wenn es läuft. Ja? Aus der Stille heraus. Dein Gefühl. Und dem folge dann deinem Gefühl und nicht diesem Denken. Nach richtig und falsch, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Es muss sich für dich gut anfühlen. Ja? Jede Entscheidung, die du darauf triffst im Leben, ja, da geht es nicht nur um Business, ja, da geht es auch, also das ist schon für euch alle auch, ja, da geht es auch um Partner, da geht es um alles, ja, Berufswahl, ja, wenn du eine Entscheidung fällst, die sich für dich gut anfühlt, wenn du dem Good Feeling folgst und nicht dem Good Thinking, ja, dann wird die Entscheidung auch genau diese Straße der Entscheidung genau dorthin führen und du bekommst zurück das, was du vorher gespürt hast, Good Feeling. Ja, und nicht Good Thinking. Wenn du nach Good Thinking gehst, dann kriegst du Good Thinking zurück. Dann bist du in einem Job, wo du immer nur denkst. Das Denken wird toll sein, aber das Feeling, ja, es geht ums Gefühl. Wir wollen uns alle gut fühlen. Oder man geht nach Sicherheit, aber das ist nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Es erfordert dann Mut. Den habe ich aber auch nicht immer. Ne? Ich würde mich freuen, wenn du mir ein paar Denkansätze liefern könntest. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Denkansätze, weil das sollen Fühlansätze sein. Es gibt viele Techniken, die eine objektive Entscheidung verbessern sollen. Auf der zwischenmenschlichen Ebene versagen diese völlig. Glaube ich. Es ist immer so leicht zu sagen, entscheide aus dem Herzen oder Bauch heraus. Ja, aber nimm diesen Shiva, nimm diese Energie, nimm das dritte Chakra in die Hand, nimm die, das Ich will dann, ja, wenn du deinen Herzentscheidungen und Bauchentscheidungen Kraft geben möchtest, bist es du, der denen Kraft geben muss und sagen, ich sag jetzt nein, ja, weil ich fühle was anders. Das ist eine Verantwortung, die du gegenüber dir selbst hast. Man redet zwar immer so von Verantwortungslosigkeit, ne, im Spirituellen und so alles, und gibt dir keinen freien Willen. Das mag schon alles so sein, aber rein praktisch gesehen im Leben können wir dieses Wissen einmal ad acta legen. Und wenn dein Ich ist, das leidet, oder ein Ich ist, das etwas will, oder ein Ich ist, das etwas fühlt, dann hat auch das seinen Platz und das kann man benutzen. Ja, und dann ist, man, es geht darum, dass sich dieses Ich eben und dieser Denker unterwirft dem Gefühl. Dann ist er ebenfalls im Flow, ja, mit Feeling. Ja. Dass er nicht das Gefühl vergewaltigt, sich obendrauf setzt und das Feeling so lang sich abtrennt davon. Ne. Viele, da gibt es ja so Konzepte spirituelle, dass man sich so cleart. Ja, so cleared immer wieder, bis dass man nichts mehr fühlt, dass man ganz straight jede Entscheidung treffen kann und wie ein Roboter funktioniert und ich bin jetzt Bock und ich mache jetzt alles, ich fühle überhaupt nichts mehr und kann deswegen über Leichen gehen, ne? Oder sowas. Ne? So schaut es ja aus in der Welt oft. Ne? Weil viele genau das als Ideal haben. Ne? Alles wird nur mehr rationell entschieden. Ja, und das ist die einzige Entscheidungsgrundlage ist in der Taschenrechner, ne? Wo in der Millionensumme dann darunter rauskommt. Schrecklich, ne? Aber es geht genau ums Umgekehrte. Dieser Teil, ja, der da, ja, dieser Roboter, dieser Computer, ja, nicht der Roboter, der gibt sich ja nur, wenn nur der Computer läuft, ja, der hat sich diesem Gefühl zu unterwerfen, dann ist Harmonie, ja. Das scheint halt so, weil er da 20 Zentimeter drüber ist, als wäre er drüber, aber das ist der Fehler. Das heißt, das Ich, der Verstand,
Ist ganz easy. Folgt einfach dem, was er fühlt. Und folgt dem Gefühl, ohne Wenn und Aber, ohne viel zu hinterfragen. Im perfekten Fall fragt man gar nichts mehr nach und denkt gar nichts mehr nach. Ich fühle das fertig. Nicht drüber nachdenken, was passiert da und kann mal was passieren. Go for it. Ja, und dann wirst du das ernten. Ja. Dazu ist der Verstand da. Ganzen Helden, ja, schaut euch ein paar griechische Helden-Epos an. Die folgen nie ihrem kalten Verstand, sondern die verwenden ihren Verstand, um dem zu folgen, was sie als wahrhaftig erachten. Ja. Als wahrhaftig, wirklich, mit eins, mit Gewissen, mit Herz, mit allem. Das ist Ehre. Ja. Ja. Dem zu folgen. Dann. Und diese Macht des Verstands in Vereinigung mit Herz und Gefühl zu verwenden. Als Verbündeter. Ja. Und heutzutage ist es leider oft so, wenn sie das selbstständig macht, dann ist wie abgeschnitten. Ja, da. Sieht man das? Muss ich die Kamera kurz checken? Sieht man ja leider, die Kamera hat nicht so einen Weitwinkel. Also da irgendwo abgeschnitten. So zack, Maxl, durchgeschnitten. Ja, dann fühlt man nichts mehr. Dann kann der Verstand selbstständig rennen. Das ist es aber nicht. Und darum versagen solche Techniken auch auf der zwischenmenschlichen Ebene.